Also bin 1953 in Regensburg geboren, bin mit meinen Eltern 1963 nach Donaustauf gezogen. Meine Mutter hat 1963 das Haus Eden gegründet, welches ich 1987 übernommen habe. Nach einjähriger Umbauzeit sind wir 88 dann ans Netz. Ich wollte schon immer hier bleiben und habe mir viele Angebote gemacht als Leiter vom Olympiastützpunkt Berlin oder Frankfurt. Dann war natürlich meine Mutter mir in die Ohren gelegen, ich soll es dann übernehmen. Und da ich schon immer am Rockzipfel meiner Mutter gehangen bin, habe ich gesagt, okay Mama, ich mache das, ich gehe hierher zurück. Und als dann Franz Beckenbauer noch gesagt hat, Klaus, du kannst in der Sahara eine Praxis aufmachen, die geht auch. Ich fühle mich hier sehr wohl, ich möchte gar nichts anderes leben. Man kann sagen, dass man jetzt von früh um 7 bis etwa 20 Uhr ist man beschäftigt. Also hier oben bei der Fußballnationalmannschaft ist es noch etwas länger. Da geht es schon mal 23, 24 Uhr, bis man fertig ist. Wenn ein Fußballspieler verletzt auf dem Fußballplatz liegt, jeder denkt, mein Gott, der stirbt jeden Moment. Und dann kommen plötzlich zwei so Schauspieler daher wie Müller-Wohlfahrt und Klaus Eder, machen irgendwelche rituellen Handlungen und plötzlich steht er auf und läuft. Und sagt jeder normale Mensch, das gibt's ja gar nicht, das ist ja ein abgekatertes Spiel. Nein, man kann diese verletzten Strukturen, wenn sie nicht völlig gerissen sind und völlig gebrochen sind, die kann man eigentlich sonst sehr schnell wieder korrigieren. Besonders ist das Game of Skill, das ist das Geschicklichkeitsspiel. Wir leben natürlich auch mit Sieg oder Niederlage. Und wenn einfach so ein Spieler verletzt ist, jetzt lassen wir mal die letzte Fußball-Weltmeisterschaft Revue passieren, waren doch Spieler da, die zum Beispiel Innenbandzerrung hatten. Normalerweise wird man den eingipsen oder in Schiene legen, wir haben ihn konservativ behandelt, er musste ein Spiel aussetzen und wieder weitergespielt. Und das ist auch natürlich auch die persönliche Herausforderung an uns selber immer wieder, wenn man einfach sieht, dass man den Patienten, Sportlern auch weiterhelfen kann, auch in ganz kurzer Zeit, dann ist es einfach ein traumhaft schöner Job.